Moin, mein Name ist Toni, schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Mondgeflüster. Heute geht es weiter, obwohl es, zumindest was die Bemannten-Missionen angeht oder generell die Missionen, die durchgeführt worden sind, das Apollo-Programm beendet war. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne ein paar Fakten zusammentragen über die gestrichenen Missionen dieses Programms. Und ja, heute mit Apollo 18 und wir legen auch sofort los mit Fakt Nummer 1. Apollo 18 war ursprünglich als weitere sogenannte J-Mission, intern J3 geplant. Also diejenigen Missionen, die mit dem Lunar Rover starteten und dreitägige Mondaufenthalte ermöglichten. Schlussendlich waren nur die Missionen Apollo 15, 16 und 17 J-Missionen. Fakt Nummer 2. Bei der ursprünglichen Planung waren für Apollo 18 das Schrötertal, der Gassendi-Krater, der Mondkrater Tycho und später der Copernicus-Krater mögliche Landeziele. Die Ziele änderten sich über die Mondlandejahre aber immer wieder. Fakt Nummer 3. Im NASA Manned Spaceflight Weekly Report aus dem Juli 1969 war der erste mögliche Landezeitpunkt für Februar 1972 angegeben, später dann Juli 1973. Fakt Nummer 4. Nach dem Rotationsprinzip der NASA wurde die Ersatzmannschaft drei Flüge später zur Hauptmannschaft. Da die Ersatzmannschaft von Apollo 15 aus Richard Gordon als Kommandant, Vance Brand als CSM-Pilot und Jack Schmidt als LAMP-Pilot bestand, standen die Chancen für die drei Astronauten sehr gut, Apollo 18 als Hauptmannschaft zu bestreiten. Letztlich flog nur Schmidt auf Druck der NASA-Wissenschaftler mit Apollo 17, als erster und einziger Wissenschaftsastronaut der NASA-Gruppe 4 eine Mondmission. Fakt Nummer 5. Am 2. September 1970 wurde die Streichung von Apollo 18 besiegelt. Auf einer Pressekonferenz gab die NASA bekannt, dass die Missionen Apollo 15 und 19 gestrichen und neu nummeriert werden. Da Apollo 20 bereits im Januar 1970 gestrichen wurde, war nun Apollo 17 die letzte Mondlandemission. Grund waren vor allem Budgetstreichungen. Fakt Nummer 6. Die für Apollo 18 vorgesehene Saturn V-Rakete mit der Seriennummer AS514 wurde nie 100% fertiggestellt und die verschiedenen Stufen wurden zu Ausstellungsstücken. Fakt Nummer 7. Das vorgesehene CSM 114 und die Mondfähre mit der Seriennummer LM12 wurden für Apollo 17 genutzt. Und letzter Fakt Nummer 8. Apollo 18 ist auch der Name eines Horrorfilms aus dem Jahre 2011 und einer fiktiven Landung im Dezember 1974, wo eine Crew zum Mond geschickt wird und allerhand Kurioses erlebt. Ich habe den Film selbst geguckt und fand ihn, sagen wir mal, unterhaltend, ja. Auch der Film Moontrap von 1989 behandelt eine weitere Mission nach Apollo 17. Ja, und das war's auch wieder mit einem weiteren Faktenvideo heute mit der gestrichenen Mission Apollo 18. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, was für mögliche Crews da zustande gekommen wären und wer eigentlich noch auf dem Mond gelandet wäre, wenn es nicht gestrichen worden wäre. Okay, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall wieder für deinen Besuch auf diesem Kanal. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.